Man sagt, sie sei eine Händlerin, also dachte ich mir, dass sie vielleicht Passagiere mitnimmt. Botaro went and found her in the tavern. Botaro hat sie aufgemacht und sie in der Schenke gefunden. Ihre Augen werden hart und dunkel. Next I see him. The guards are dragging him to the cage. Als ich ihn das nächste Mal sah, haben ihn die Wachen in den Käfig geschleicht. Bei diesem Gedanken entblößt sie ihre Zähne. Vielleicht kann ich mit Sedoso sprechen. Kannst du ein anderes Schiff nehmen? Das ist ja schrecklich. Ich werde hier recht walten lassen. Sedoso wird auf mich hören oder das Ende meiner Klinge schmecken. Das ist schade. Ich rede mal mit ihr. Sie sieht dich mit dem gleichen kritischen Blick wie ihre Wäsche an, wobei sie die Schilfrohre bringt und daran zieht. Everyone knows the Rowatians are made of brass. They listen only to their commanders. But still, maybe it goes different for you. Ich sag's nochmal, ich bin der Wächter. Jeder weiß doch, dass die Rautaner im Geld schwimmen. Sie hören auf nichts und niemanden, nur auf ihre Kommandanten. Aber vielleicht läuft es wirklich ja trotzdem anders. Sie sieht sich um, sie lässt die aufgewählte Wäsche, die kauernden Kinder sowie die verzogenen und zersplitterten Wände, die sie der umgebenden Hütte auf sich wirken. Botaro took some coin. Everything he scraped together working on the docks. When he went to bargain with the captain. Botaro hat ein paar Mützen mitgenommen. Alles, was er bei der Arbeit im Hafen zusammenkratzen konnte, als er mit dem Käpt'n verhandeln wollte. I would offer it to you, but it is probably in the old city with Botaro. Or in someone else's pocket. Ich hätte es dir angeboten, aber es ist wahrscheinlich in der Altstadt bei Botaro oder in der Tasche von jemand anderem. Erzähl mir von dem raotaischen Käpt'n. Ich könnte nach Botaro suchen. Erzähl mir mal von dem Käpt'n. Sedoso. Bia hält den Schiff so fest, dass er in zwei bricht. They say she is a traitor. So I thought maybe she will take passengers. Man sagt, sie sei eine Händlerin, also dachte ich mir, dass sie vielleicht Passagiere mitnimmt. But she threw Botaro out. Aber die hat Botaro rausgeschmissen. Sie sieht auf die kaputten Schiffrohre in ihrer Hand hinab. Botaro was careful with his words, especially as a Reparu. Botaro war stets auf seine Worte bedacht, besonders als Reparu. But a Reparu in Nekataka gives offense just by breathing the air of his betters. Aber ein Reparu in Nekataka beleidigt über ihm Stehende schon dadurch, die gleiche Luft zu atmen. Ich könnte nach ihm suchen. I could never ask someone to go down to the old city, but since you offer. Ich könnte niemanden darum bitten, in die Altstadt hinunterzugehen, aber da du dich anbietest, sie beendet ihren Satz nicht. Sie bearbeitet die Schiffrohre in ihrer Hand, während sie sich Hoffnung und Furcht in ihre Augen einen Kampf liefern. It is a big and dangerous place. But perhaps he hid himself. Perhaps. Das ist ein großer und gefährlicher Ort, aber vielleicht hat er sich versteckt. Vielleicht. Sie bringt sich mit einem Kopfschütteln wieder in Fassung. Please help him if you can. Or bring me news if you cannot. Bitte hilf ihm, wenn du kannst. Oder bring mir Neuigkeiten, wenn du es nicht kannst. Wie viele von euch benötigen eine Überfahrt nach Rautai? Wir sind sechs. Drei Kinder, zwei Babys und ich. Sind das alles deine? Such a strange question. A Reparu child is the child of all Reparu. Was ist das für eine merkwürdige Frage? Ein Reparu-Kind ist das Kind aller Reparu. At least that is the way in the village where Botaro and me came from. Wenigstens halten wir es so dem Dorf, aus dem Botaro und ich stammen. But here, we are all strangers. No one looks in on the sick or cares for the children. Doch hier sind sich alle fremd. Niemand sieht nach den Kranken oder kümmert sich um die Kinder. Ja, wie viele von euch benötigen? Three children, ja. Two babes and me. Kümmert sich niemand sonst aus der Kaste um sie? Akira. It was so in the village where Botaro and me came from. Akira, so wurde es in dem Dorf gehört, aus dem Botaro und ich stammen. But here, we are all strangers. No one looks in on the sick or cares for the children. Doch hier sind sich alle fremd. Niemand sieht nach den Kranken oder kümmert sich um die Kinder. We are six. My village was not like this. Why does Queen Onikaze not send the foreigners away? Erzähl mir von diesem Münzversteck, das Botaro hatte. Sorgen verziehen ihr Gesicht. Sie mustert ihn mit einem schnellen Blick. I tell you, I do not know where it is, and I am sure it would be little to someone like you. Ich sage dir, ich weiß nicht, wo es ist, und ich bin mir sicher, dass es für dich jemand wenig nur Taschengeld wäre. Sie leckt sich die Lippen. After what happened, Botaro would sooner have thrown it into the waters than given it to the Mataru or the Rautians. Nachdem was passiert ist, hätte es Botaro eher ins Meer geworfen, als es den Mataru oder den Rautianern zu geben. If it is anywhere, it is surely with his body. Wenn es irgendwo ist, dann bestimmt bei ihm. Kannst du ein anderes Schiff nehmen? Sie schüttelt den Many Kopf. Ships leave from Queen's birth, but the Valians take slaves. Viele Schiffe fahren vom Ankerplatz der Königin aus, aber die Valianer nehmen Sklaven. Sie spricht leise und schaut sich verstohlen um. They say the Principi smuggle goods in the caverns below, but I cannot trust such people. Es heißt, dass die Principi in den Höhlen unter den unten Waren schmuggelten, aber ich kann solchen Leuten nicht trauen. But the Rauatians have mighty cannons and a big homeland they abandoned for ours. Aber die there is more room for us there.
Aber die Rautarianer verfügen über mächtige Kanonen und ein weites Heimatland, das sie für uns das aufgegeben haben. Vielleicht gibt es dort mehr Raum für uns. Ja, fragen wir doch nach der Graberstraße. Sie blinzeln voll grauen. That is the surest way to get the attention of the Overseer. Niemals. Das ist der sicherste Weg, die Aufmerksamkeit des Aufsehers auf sich zu legen. Sie spricht leise. It is somewhere in the Narrows. It is possible Anoy knows. He has lived here longer than any. Ich hörte, es sei irgendwo in der Enge. Es ist möglich, dass Anoy mehr weiß. Er hat dort länger gelebt als sonst jemand. Wo ist Anoy? His hut is just along the walkway to the southwest. Seine Hütte ist am Laufsteg im Südwesten. Never. I hear it is one day the Mataru will descend on Delver's Road to clean out the thieves and pirates. Stay away from it. Eines Tages werden die Mataru in die Graberstraße einfallen, um die Diebe und Piraten auszumerzen. Halt dich von ihr fern. Dann leb mal wohl. Ja, Graberstraße. Anoy sagte mir. Ja, Bia meinte, dass sich die Graberstraße irgendwo in der Ecke befindet. Sie empfahlen mir außerdem, Anoy zu fragen. Den habe ich schon gefragt. Alle an Bord. Ja. Bia lebt auf dem Fußweg in der Nähe des Käfigs, wo Botaro abgesenkt wurde. Botaro hatte einen Beutel voller Münzen, bevor er geschnappt wurde. Bia weiß nicht, wo er ist. Sie vermutet aber, dass er ihn noch bei sich trägt. Eine raotanische Kapitänin namens Seduso trägt in der Schenke des Lamms. Bia glaubt, dass Seduso sie und die Kinder nach Raotai bringen könnte, doch nachdem, was mit Botaro passiert ist, zögert sie, die Frau selbst anzusprechen. Botaro hatte einen Beutel voller Münzen, bevor er geschnappt wurde. Bia weiß nicht, wo er ist, sie vermutet aber, dass er ihn noch bei sich trägt. Ich habe angeboten, in der Altstadt nach Botaro zu suchen. Bia bat mich, ihm zu helfen oder ihr die Neuigkeit über sein Schicksal zu bringen. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt in die Schenke. Nehmen uns mal die Kapitänin zur Brust und dann gehen wir runter in die Altstadt und Tote kloppen. Nichts ist schöner als Untote kloppen. Was ist das hier nochmal? Ach, so ein Stück von der Ruine. Ach ja, und wir fragen auch, wenn wir jetzt gleich in der Schenke sind, mal nach der Graberstraße bei der Wirtin. Aber erstmal nehmen wir uns die Kapitänin vor. Weil wenn ein Hagrim mit einer Sache gut ist, dann Leute, die arrogant sind, ein bisschen zurechtzustutzen. Bei Tekeo hat das zum Glück ziemlich schnell geklappt, indem wir ihn einfach in den Schlund gezerrt haben. Ja, da kotzt einer in die Altstadt runter. Und du musst die Dose sein. Genau. What is your business with me? Was hast du mit mir zu schaffen? Hat sich dein Weg mit einem Mann namens Botaro gekreuzt? I shall not soon forget him. Sie versteift sich. Derjenige, der mich bedroht hat, ich werde ihn sobald nicht vermessen. Sie hebt ihre Tasse, nimmt erneut daran und sieht die Flüssigkeit still runzeln. These Huana learned too many pretty words from the Valians. You cannot trust what they say. Diese Huana lernen zu viele hübsche Worte von den Valianern. Du kannst ihm nicht trauen, was sie sagen. We had pretty words before the first ship landed on Rauatai. Wir haben uns nett unterhalten, bevor das erste Schiff auf Rautai anlegte. Tekeo schürzt seine Lippen und beißt seine Hände zu Fäusten. Yes, but did you speak them with such deceitful intent? Ja, aber hast du sie mit solch betrügerischer Absicht ausgesprochen? Sie wendet sich nervös von Tekeo ab. Was genau ist passiert? Sind diese hübschen Wörter zu groß für dich? Am besten sagen Leute genau das, was sie meinen. Wenn du hier Geschäfte treibst, solltest du vielleicht die Kultur erlernen. Nehmen wir mal die zwei. But I do not like wasting my time. Nein, aber ich mag es nicht, meine Zeit zu verschwenden. Sie starrt dich an. This fellow wanted passage on my ship, as if I were the village ferryman. Dieser Typ hier wollte Passage auf meinem Schiff, als ob ich der Fährmann dieses Dorfes wäre. Sie schluckte den Rest ihres Getränkes ein bisschen schnell herunter. There was none to be had. Certainly not at his price. Ich habe ihm gesagt, dort würde es nichts geben. Bestimmt nicht zu seinem Preis. Sie dreht ihre leere Tasse um. Dann was? Wie herzlos. Klingt vernünftig. Dann was? Sie führt ihre Tasse erneut und stellt die Flasche klirrend ab. He told me he had coin. Lots of it.
I did not believe him. How could a man who lives in a garbage heap have enough money for passage? Er sagte mir, er hat Geld, ganz viel davon. Ich habe ihm nicht geglaubt. Wie könnte ein Mann, der in einem Müllhaufen lebt, genug Geld für eine Passage haben? Sie schütteln den Kopf. Du hast also das Schlimmste angenommen und ihn den Wölfen vorgeworfen. No, you presumptuous Adirin. I assumed nothing until I saw the Swollenette. Nein, du verbessert Adirin. Ich habe nichts vermutet, bis ich den Swollenette sah. Ein Swollenette? A marked coin. A token of allegiance. The Principi carry them. Eine markierte Münze, ein Zeichen der Treue. Die Principi können sie tragen. Sprich weiter. I knew then that I was dealing with a pirate. I had heard they were influential in the Gullet, but I did not realize how much so. Ich wusste dann, dass ich es mit einem Piraten zu tun hatte. Ich hatte gehört, sie wären im Schlund einflussreich, aber das Ausmaß habe ich nicht erkannt. Sie bückte Stein und zittert. They called for the guards and they dragged him away. That is the last I saw of him. Ich habe nach den Wachen gerufen und sie haben ihn weggezerrt. Das ist das Letzte, was ich vor ihm gesehen habe. Bia und die Kinder benötigen immer noch eine Passage aus der Stadt hier aus. The passenger quarters have been reserved by a dwarf named Orin. Es gibt nichts, was ich tun kann. Die Passagierquartiere wurden durch einen Zwerg namens Orin gebucht. Sie pickt einen einzelnen Faden von ihrer glatten und sauberen Jacke. Warum bringst du das? Bringst du mir das? Ja. Fühlst du dich nicht schlecht angesichts dessen, was mit Votaro geschehen ist? Du bist ein Händler, oder? Ich bezahle dich dafür, dass du sie nimmst. Ich erzähle der königlichen Todesgesellschaft nichts von deinen Aktivitäten hier, wenn du Bia und die Kinder mitnimmst. Erzähl mir etwas über Orod. Der Schlund ist rau, hab Mitleid. Erzähl mir erstmal etwas über Orod. Orin ist particular. Er und seine Leute sind Goldpack-Ritter. Orod ist besonders. Sie sieht ihre Mannschaft an und nickt zustimmend. I hear animancers are also particular. Aber vielleicht ist das gut. Er hat gerade einen Vertrag für den Schutz der valianischen leuchtenden Mühle erfolgreich beendet. Wie ich höre, sind Besela auch heikel. Just do not interrupt him if he's arranging things. Er ist oben. Unterbreche ihn nur nicht, wenn er Dinge anordnet. Sie und ihre Mannschaft tauschen einen weiteren schnellen Blick aus. Bia und die Kinder benötigen immer noch eine Passage aus der Stadt hinaus. Why do you bring this to me? Fühlst du dich nicht schlecht? What did Remorse ever accomplish? Besides, this Botaro brought trouble on himself. Ihre Nasenflügel beben. Was hat Reue jemals vollbracht? Außerdem hat dieser Botaro sich selbst in Schwierigkeiten gebracht. Sie streckt ihr Kind in die Höhe, aber du siehst ein verdächtiges Zucken in ihrem Mundwinkel. He should have known how to behave around civilized people. Ja, er hätte wissen sollen, wie man sich gegenüber zivilisierten Leuten verhält. Sie nickt, als müsse sie sich selbst überzeugen. Der Schnurr ist rau, hab Mitleid. Pity. Will not pay my debts. Besides, look around. I cannot take every unfortunate to Rauatai. Mitleid zahlt nicht meine Schulden. Außerdem sehe ich um. Ich kann nicht jeden Unglücklichen nach Rauatai bringen. Dann vergiss es erstmal und leb wohl. Also ab nach oben. Goldpack-Paladine könnten ein bisschen ansprechbarer sein. Wobei ich nicht weiß, welches Doktrin die Goldpack-Paladine verfolgen gerade. Ob sie doch ein bisschen mildtätig sind. Weil vielleicht können wir ihn dann davon überzeugen, dass er sein Zimmer der Familie überlässt. Hier sind jedoch nur Piraten. Das heißt, er ist wahrscheinlich hier oben drin, hä? Ja, Goldpakt-Priester, Goldpakt-Kämpfer, Goldpakt. Ach, Oro, den haben wir doch schon mal getroffen. Was benötigst du? Ich höre, du hast eine Passage auf Captain Sedusos Schiff gekauft. The good captain has four adequate berths, all equally sized, all facing the same direction. And she's promised to leave promptly. In der Tat, der gute Kapitän hat vier angemessene Kuren, alle gleich groß, alle zeigen die gleiche Richtung und es wurde versprochen, dass sie prompt ablegen. Most agreeable arrangement. Ja, eine überaus angenehme Vereinbarung. Er nimmt da seinen Wein. Was würdest du haben wollen, um deinen Platz auf Sedusos Schiff abzutreten?
We're due in Tekoa for another contract, and the client has already paid the advance. Das steht außer Frage. Wer die Tekoa wegen eines anderen Vertrags erwartet und der Kunde hat den Vorschuss bereits gezahlt. Er legt seit seiner Tasse und fährt sofort mit einem gefalteten Taschentuch über den Rand. And we have already paid Seduzo. I couldn't possibly take back the same coins I have already spent. Und wir haben Seduzo bereits bezahlt. Ich hätte die gleichen Münzen unmöglich zurücknehmen können, die ich bereits gezahlt habe. Er zittert vor Entsetzen. Ja, ich werde euch ein Angebot für eure Kohle auf Seduzos Schiff machen. Knight is bound by his contract, and ours binds us to make all possible haste to Tekoa. Ein Goldpaktritter ist durch seinen Vertrag gebunden und der unsere bindet uns daran, so schnell wie möglich nach Tekoa zu gelangen. Er windet sich und stellt seine Tasse die exakte Mitte eines Wasserflecks ab, wobei er den Boden an den Ecken ausrichtet. Booking passage on another ship on such short notice would be most expensive. So kurzfristig auf eine Passage auf einem anderen Schiff zu buchen, wäre ziemlich teuer.